Das breite Perlmuster mit dem hübschen Rippeneffekt sieht auf beiden Seiten gleich aus. Für dieses Muster stricken Sie immer die gleiche Reihe. Beginnen Sie die Reihe mit 3 Maschen rechts und stricken Sie dann abwechselnd 2 Maschen links und 2 Maschen rechts bis zur letzten Masche der Reihe. Diese stricken Sie rechts. Wiederholen Sie diese Reihe, bis Ihr Strickstück die gewünschte Länge hat.